Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, nicht wundern, ich bin noch ungeschminkt, ich bin noch ein bisschen müde, aber wir haben es eigentlich schon 9 Uhr. Aber heute ist Feiertag. Heute ist nämlich in Österreich ein Nationalfeiertag, aber nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, ich schnapp mir heute mal wieder den ganzen Tag die Kamera und filme ein What I Eat in a Day für euch ab. Sprich, ich werde euch einfach den ganzen Tag heute mitnehmen, zeigen, was ich esse, auch vielleicht so ein paar Einblicke in den Tag geben, coole neue Rezepte euch zeigen und ja, ihr seht, ich bin schon im Sportoutfit, ziehe nämlich jetzt direkt ein Workout durch. Heute ist nämlich unbedingt ganz, ganz dringend Haarwaschtag. Deshalb möchte ich heute ein HIIT-Workout abfilmen. Ah. Übrigens, es ist so finster, ich habe mir extra schon, zack, das Licht vorbereitet, damit es nicht ganz so finster für euch ist. Aber dann lassen wir uns nicht aufhalten, wir ziehen trotzdem durch. So, und was mache ich jetzt? Bauchfettburner, das ist eine gute Idee. Mit oder ohne Springen, perfekt. Ich glaube, Haare waschen wird sich lohnen. Meistens frühstück ja nichts. Aber heute habe ich irgendwie ein bisschen Hunger und ein bisschen Guster. Und ihr wisst, ich finde es immer super wichtig, auf den eigenen Körper zu hören, zu schauen, was er braucht. Und heute sagte mir, Paulina, ich brauche Frühstück. Habe jetzt nur keine Ahnung, was ich machen soll. Schau einfach mal in die Küche. Let's go. Ist es langweilig, wenn ich euch jetzt erzähle, dass ich gerne ein Müsli hätte? Aber es ist nun mal so. Ich habe mir nämlich letztens ein Proteinmüsli bestellt, das ich so gern ausprobieren würde. Wer kann zu einem Schoko-Proteinmüsli Nein sagen? Ich glaube, das möchte ich jetzt einfach gern mal austesten. Und auch noch so Protein-Puffies nennen sich die. Und dazu, kleiner Tipp von mir. Ich liebe immer die Mischung aus dem Alpro Natur, das ohne Zucker, und dem Skier Style. Ich finde, das ist die perfekte Kombi. Also das gebe ich dann dazu. Dann gebe ich gefriergetrocknete Früchte rein. Das ist auch immer ein super Tipp, wenn man zum Beispiel kein frisches Obst zu Hause hat oder wenn einfach gerade keine Beeren und so weiter Saison haben. Ein bisschen Leinsamen gebe ich noch rein und Mandelmus. So, jetzt nehmen wir den Ingwer, ist Stativ. Jetzt einfach super duper überschnell und ja, ich glaube, das werden wir jetzt mal gemeinsam testen. Ich muss immer gestehen, ich bin ja Team alles vermischen. Es sieht zwar dann nicht mehr so schön aus, aber es schmeckt einfach am besten, wenn alles vermischt ist. Wer stimmt mal dazu? Diese Puffis in Kombi sind auch richtig lecker und mit den gefriergetrockneten Beeren ist es echt richtig gut. Müsli ist geleert. So, Schüssel noch kurz auswaschen. Leider ist der Geschirrspüler nämlich schon voll. Hab gerade überlegt, ob ich schon duschen gehen soll. Aber das ist mir eingefallen, ich muss noch unser Bett beziehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber solche Sachen mache ich immer gern vor dem Duschen. Weil nach dem Duschen fühle ich mich immer so richtig schön frisch. Und da will ich dann immer so staubige Sachen machen. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber es ist wirklich so. Wir werden heute auch mal wieder unseren Milbenschutz waschen. Das ist so praktisch. Wir haben übrigens eine Emma-Matratze. Dieser Beschützer hier heißt der ist auch von Emma. Und sind wir uns mal ehrlich, wie viel Zeit verbringen wir eigentlich in unserem Bett? Da kann man oder soll man ruhig in eine gute Matratze investieren. Wie gesagt, haben wir die Emma-Matratze. Diese Emma 25 Hybrid-Matratze, dieses Premium-Modell von Emma. Und das kann ich nur bestätigen. Die hat nämlich, ist so ein Kombi aus einer Federkern-Technologie und aus einem Premium-Schaum. Und da schläft es einfach richtig, richtig gut. Wir haben auch übrigens unsere Decken haben wir auch von Emma. Es gibt auch die Kissen, wie gesagt, Beschützer. Und das Coole jetzt für euch, ich habe einen 5% Rabattcode. Ihr bekommt mit Paulinas Lieb für die nächsten 6 Monate 5% Rabatt und aktuell
aktuell gibt es eine Black Week Aktion. Bis zum 28.11. bekommt ihr auf alle Produkte bis zu 33% Rabatt. Und der ist aber dann auch kombinierbar mit meinem Rabattcode. Also da könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Es gibt bei Emma auch eine 100 Tage Nächte Probe Schlafgarantie, gratis Versand und so weiter. Schaut da gerne mal vorbei. Ist in der Infobox für euch verlinkt. Und jetzt würde ich aber sagen, das Bett macht sie nicht von selbst. Let's go. Tada! Fertig. Und jetzt werde ich erstmal duschen gehen. Und dann sehen wir uns zum Mittagessen wieder. Ich habe mir da ein richtig leckeres Rezept überlegt. Da könnt ihr euch freuen. Ich habe jetzt schon Hunger, wenn ich dran denke. Also bis später. So, ich bin zurück. Meine Haare sind noch so halb am Trocknen. Aber es ist auf jeden Fall jetzt Zeit fürs Mittagessen. Wir haben jetzt 13 Uhr. Ein bisschen Hunger habe ich schon. Und ich zeige euch jetzt mal, was wir machen, beziehungsweise zeige ich, was wir dafür brauchen. Es gibt Kürbiscurry. Ich freue mich jetzt mega drauf. Ich habe so Lust auf Kürbis, so Lust auf Curry. Der Reis ist übrigens auch schon hier am Köcheln. Und fürs Curry braucht man auf jeden Fall mal einen Kürbis. Das ist ein Hokkaido. Dann ein bisschen Paprika, Zwiebel, Ingwer, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Sesamöl. Ein bisschen Currypaste, wer möchte. Dann habe ich hier das Garam Masala Gewürz, also einfach so Currypulver, Kurkuma, was ihr habt oder direkt zur Mischung. Kokosmilch, Kichererbsen und ein paar so stückelige Tomaten. Und das war's. Und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze geht. Rezept ist nochmal in der Infobox verlinkt und jetzt let's go! Es ist fertig und es riecht einfach schon so unglaublich lecker. Ich bin einfach so ein großer Curry-Fan. Sascha telefoniert leider gerade. Ich habe der gerade einen Videocall, sonst hätte ich ihn auch zum Mittagessen geholt. Ups. Voll gut. Voll gut. Man kann übrigens auch die Tomaten, kleiner Tipp, weglassen und rein nur Kokosmilch nehmen. Aber ich finde das ganz gut. Also ich mag das gern. Gibt doch mal ein bisschen so ein Note dazu. Und was ich leider vergessen habe zu kaufen, war Koriander. Ich bin ja so ein Koriander-Fan. Ich weiß, da gibt es zwei Lager. Schreibt mal in die Kommentare. Team Koriander, Team kein Koriander. Mahlzeit. Bis dann. Es geht weiter. Ich stehe schon mal wieder in der Küche. Jetzt haben wir es schon 16.20 Uhr und jetzt wird gebacken. Ich freue mich jetzt so sehr drauf. Denn wir haben im Garten einen Birnenbaum. Es sind natürlich nicht die schönsten Birnen, so wie man sie im Geschäft bekommt, aber das ist ja egal. Das sind frische, leckere Birnen, die einfach gerade Saison haben. Apropos, hier drinnen in meinem Kochbuch, falls ihr das verpasst habt, schaut unbedingt in der Infobox vorbei. Ich habe ja mein eigenes Kochbuch rausgebracht. Alles mit regionalen und saisonalen Rezepten. Und was ich euch da jetzt sagen wollte, hier drinnen ist ja auch ein Saisonkalender. Und das ist einfach so praktisch, weil man einfach einen perfekten Überblick immer hat. Und hier haben wir schon Birnen, August, September, Oktober, November, Dezember, Jänner. Es ist auch nochmal vor jedem Monat, also es gibt dann für jedes Monat ganz viele Rezepte, hier eine Liste, wo alles genau aufgelistet ist, was eben derzeit regional und saisonal erhältlich ist. Und da stehen eben auch beim Obst Birnen dabei. Also schaut super, super gerne mit meinem Kochbuch vorbei. Ist wirklich mein Herzensprojekt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Was ich sagen wollte ist, Birnen haben ja gerade Saison und ich möchte unbedingt mal wieder Zimtschnecken machen. Deshalb gibt es heute Birnenzimtschnecken. Also, was wir dafür brauchen, sind Birnen. Dann natürlich für den Teig Dinge wie Dinkelmehl, ein bisschen Apfelmus zum Süßen, Zimt und so Sachen. Verlinke ich euch alles unten, wie gesagt, nochmal in der Infobox. Dann seht ihr es auch. Ein bisschen Wasser für die Hefe. Und dann füllen wir das alles mit Zimt und Birnen. Und dann kommt es in den Ofen. Ich freue mich jetzt drauf, aber jetzt machen wir mal den Teig, weil der muss ja dann eh gehen. Dafür vermische ich jetzt direkt mal die Backhefe mit ein bisschen Wasser und Honig. Na, 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 na. Proteinpulver mit rein. Aber wenn ihr jetzt kein Proteinpulver habt, mögt, wie immer, könnt ihr einfach mehr Mehl nehmen.
soll der Teig dann ungefähr aussehen? Also er ist auf jeden Fall nur leicht klebrig, so soll er auch sein. Und der darf jetzt ein bisschen ruhen. Einfach mit einem Geschirrtuch abdingseln, abdecken, so. Übrigens, die Geschirrtücher gibt es auch bei mir im Shop, die sind auch mega schön. Und während der Teig jetzt richtig schön ruhen kann, was machen wir? Hey, du warst ja noch gar nicht im Video. Hallo! Na, wir machen was ganz Wichtiges, nämlich unsere Schritte für den Tag. Wir gehen eine Runde spazieren. Nicht ruhen, sondern wir gehen spazieren. Wir gehen nicht ruhen wie der Teig, sondern wir gehen spazieren. Wie lange muss der Teig ruhen? Eine Stunde. Wenn du wenigstens mal so lange ruhen kannst. Das war schön. Bis später. Tschüss. Eine Ewigkeit später. Sagt mir bitte, dass ihr genauso ungeduldig seid wie ich. Ich sitze hier schon die ganze Zeit einfach vom Backofen und warte, bis die Zimtschnecken endlich fertig sind. Die schauen einfach schon so lecker aus. Ich freue mich schon so drauf. Wenn ihr das nur riechen könntet. Mh, mega, wow. Raus damit. Ups. Und kurz ein bisschen auskühlen lassen, dann sofort essen. Ich kann es nicht mehr erwarten. War dann die gut. Schatz! Und besser? Was ist das? Zimtschnecke. Ach so. Boah, warm. Nur warm. Und? Boah. Direkt. Geht mir direkt das Herz auf. wo sind meine Geschenke? Wo ist der Christbaum? Wo ist der Lebkuchen? Direkt Weihnachtsfeeling. Boah, gut. Kurzer, seltsamer Zeitsprung. Also seltsam im Sinne von, ich bin einfach nur hier gesessen und es ist halt nicht viel passiert, deshalb kam irgendwie nichts mehr. Mittlerweile, ich glaube, man kann es sehen, ist schon relativ dunkel. Wir haben jetzt schon 19 Uhr und der Magen knurrt schon wieder ein bisschen. Und ich habe da was im Kühlschrank, auf das ich richtig Guste habe, und zwar solche Gemüse-Wraps. Wie heißen die nochmal? Vollgemüse. Irgendwie, irgendwelche so Gemüse-Wraps, und die mache ich jetzt. Ich esse so gern Wraps, weil ich finde es so praktisch. Da kann man irgendwie immer alles so verwerten, was man zu Hause hat, auf was man Lust hat. Deshalb gehen wir mal in die Küche. Los geht's. Die habe ich gemeint. Also das sind Wraps nur aus Gemüse und nicht aus einem normalen Wrap-Teig. Die sind sehr, sehr lecker. Die habt ihr nämlich schon mal. Das ist eine Empfehlung. Und da fülle ich jetzt einfach rein Tempeh. Einfach in Scheiben schneiden und abbraten. Dann zum Bestreichen ein bisschen Alpro, ein bisschen Hummus und ein bisschen Cottage Cheese. Dann habe ich nur Avocado, schneide ein bisschen rein, Blattspinat und Tomaten. Also das ist der ganze Zauber. Man kann natürlich auch noch zum Beispiel so Fleischalternative. Ich habe auch überlegt, ob ich Spiegelei noch reinmachen soll. Das ist auch immer sehr lecker. Ja, oder zum Beispiel auch Käfer oder Kidneybohnen. All solche Sachen kann man da einfach reinpacken. Ah, ich glaube, das passt heute ganz gut. Also, los geht's. Live-Taste-Test. Boah, das schaut jetzt sich. Boah. Ich liebe Tempeh. Magst du Tempeh gern? Eigentlich nicht so. Und ein Kombi? Der Kombi ist gut. Ein Kombi schmeckt zwar gut, aber ich mag einfach Tempeh nicht. Muss ich ehrliche Meinung sagen. Aber wieso? Weil ich das von Haus aus nicht mag. Also wenn man das mag, das Tempeh. 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 Template. Tempeh. EH hinten. Tempeh. Tempeh. Abendessen ist weggeputzt. Wir machen uns jetzt noch einen gemütlichen Abend auf der Couch.
Vielleicht sehen wir uns dann nochmal. Vielleicht snack ich da noch das ein oder andere Zimtschnäckchen oder anderes Ding. Mal schauen. Bis denne. Und jetzt haben wir einen gemütlichen Fernsehabend gestartet. Traust mir gar nicht sagen. Wir schauen Bausuchtfrau. Bausuchtfrau Österreich. Das lieben wir. Was? Machst du Popcorn? Ja, ja. Ich wollte euch zeigen, ich habe gerade ein paar feine Zimtmandeln genascht. Die sind mega lecker und jetzt haut anscheinend Sascha Popcorn rein. Also ihr seht, die Dosis macht das Gift. Man darf sie natürlich auch mal so Sachen gönnen. Und Mittwochabend ist bei uns einfach Fernsehabend, volles Programm. Und ja, dann steht eigentlich nicht mehr viel an, außer ins Bett hauen. Apropos Bett, ich habe euch unsere Matratze nochmal unten in der Infobox verlinkt. Wie gesagt, auch der Rabattcode PaulinaSleep, der 6 Monate gültig ist. Mit allen anderen Rabatts und Aktionen, wie jetzt eben die Black Week kombinierbar. Also schaut da gerne vorbei. Und ja, wir lassen es den Abend ganz entspannt ausklingen. Und sonst passiert heute nimmer mehr. Sagst du nur Tschüss? Tschüss! Tschüss! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, lasst mir gerne einen Kommentar da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!